Mama's los! Baby's los! Big Bazooka! Baby Bazooka! Pfanne! Überall! Schaufel braucht! Zip! Kessel! Händchen! Tee mit Küchs! Los geht's! So, Manu! Machst du die erste Pfanne vom Tag? Yes! An dieser Stelle, wo ich letztes Mal ein bisschen umgeschlendert habe und weiter runtergelaufen gelaufen. Schauen wir mal, ob wir sogar schon in der ersten Pfanne ein bisschen Gold haben. Das sieht hart aus. Du siehst wie ein Gangster aus. Ja, schon heiß. Oh, das Sehen aus und so. Ja, da sehen wir schon eins. Zwei. Feine. First pan, first gold. Eisen hat es ein bisschen drinnen. Da haben wir schon ein paar Flachsender. Ganz feines. Zwei. Was ist der Hit? Ja, was ist der Hit? Was sind das wieder für Ansprüche? Erste ja. Pfanne, erstes Gold, Manu. Oh, das scheint für einen Buffer mehr, oder? Nein, was macht er? Schande über dich. Gold zurück an die Natur. Es geht wieder ein bisschen mehr von Natur. Sprich, in der nächsten Pfanne. Das ist auch viel drin. So, mach auch mal meine erste Pfanne vom Tag. Ich habe jetzt genau das Material, das so vielmals durchkommt. Das ist das, was ich eigentlich mal hat. Thorsten Marx fragen von Freiheit durch Gold. Er ist der König der Geologie. Ich weiß aber nicht, was man dem genau sagt. Es ist viel dort wie diesem Bach am Grund unten. Dann kann ich auch nicht Grundgestein sagen. Vielleicht kann uns der Thorsten weiter helfen von Freiheit durch Gold. Ich weiss wirklich extrem viel über das Thema, da bin ich noch nicht so der König. Ich kann hier wirklich nicht von Grundgestein reden, sondern es ist eine Art Lehmton. Er hat mir mal geschrieben und gemeint, es sei Löslehm. Aber schlussendlich ist ja das wie ein Bedrock-Ersatz, sag ich mal. Jetzt sind wir auch nicht weiter, runtergekommen, wo das Material ist. Aber es ist sehr rot geworden, von der Farbe her. Jetzt umsiebelt auch gerade die Pfanne. Das geht schon so. Ja. Murks du. So.
gehen wir mal mit dem schon recht sandig eigentlich. Und gleich mit grösseren Steinen. Schauen wir mal, waschen wir aus. So. Schauen wir mal. Genau, viel solches Zeug, das man dann wirklich gut waschen muss. Es sieht schon am Wasser an. Es klebt ja alles. Mit dem Lehm. Sobald es den gut lösen können und nicht ein Klumpen mehr ist, ohne feines Kies drin, könnt ihr es eigentlich schmeissen. Und sonst können sich immer noch Flittchen drin davon. Das können wir immer gut rauslösen. Das Ganze mit dem Hang. Viel weniger schwarzer Sand. Viel weniger schwarzer Sand. Und, kurzer Moment. Da haben wir es. Ein einziges kleines Flidi. Etwa so einen halben Millimeter gross. Das hat bei mir noch etwas besser ausgesehen von Grösse. Er ist zwar wieder zurück in den Bach geschüttet. Zur Mutter Natur. Was für uns auch wieder etwas zurückgibt. Ja, der Manu hat in seinem Prospektionslöchchen vorher jetzt mal die Mutterräte davon getroffen, oben abgenommen, würde ich sagen. Und ist jetzt aufs Kies runtergekommen. Jetzt wird mal ein Kessel gemacht, 25 Liter. Ja, schauen wir schon mal, ob wir überhaupt mal etwas drin haben. Hoffst du oder weißt du? Ja, ich glaube, ich bin guter Dinge. Das ist schon noch schön kissig eigentlich, schön gemischt. Quarz ist viel drin. Leute, das ist fast nicht zu glauben. Aber wir haben Besuch bekommen, der Goldbuddies haben Besuch bekommen von einem Freund, den wir kennen auf YouTube, der eigentlich auch mal einen Schweizer Goldwäschkanal hatte. Hammer. Den Kanal hat er aber zur Zeit eingestellt, wegen anderen Prioritäten, was ich absolut verstehe. Durch ihn bin ich eigentlich auch ein bisschen auf das Ganze gekommen mit Filmen und so, weil ich das immer genossen habe, jemanden zu haben in der Schweiz, der etwas zeigt, im Goldwäschen. Und jetzt hat mir doch der tatsächlich mit seinem Freund Michu, der hier unterwegs war, am Biken. Mein neues Produkt, das ich bei ihm abgestellt gebracht hat, werde ich das schnell zeigen. Mir glaubt es fast nicht. Aber das wäre das hier. Und zwar ist das ein Flutbett. Eine andere Version von einer Goldwäscherin. Noch frisch verpackt. In Folie. Das wird jetzt nicht in diesem Video zeigen. Ich werde sicher ein frisches Video machen, wie das funktioniert. Das ist ein Produkt eigentlich von Joe von Vermont, von Green Mountain Gold Trap. Grüße an dir, Joe. Cooler Kanal. Checken ihn ab. Green Mountain Gold Trap. Hier sind eigentlich die Pläne von dem Ganzen. An meinen Kollegen ein Video geschickt worden. Mit dem Erlaubnis, die auch nachzubauen. Das ist wirklich ein tolles Produkt, wenn man das gönnt. Ich freue mich, das nächste Mal die auszutesten. Livio, tausend Dank für das tolle Mitbringsel. Ich habe nie etwas Neues bestellt und mir ist es gerade direkt am Bach gebracht worden. Sensationell. Merci mal für das. Liebe Grüße an dich. Hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und der Livio hat mir noch etwas gesagt. Ich darf erwähnen, dass ihr mir auch ein E-Mail schreiben oder uns
auf thegoldbuddies@gmail.com. Wenn ihr irgendwie interessiert seid an so einer Rinne, er macht die selber. Das ist wirklich ein cooles Produkt. Dann kann ich das sicher gut weiterleiten oder kommt da vielleicht auch etwas zustande. Ja, das wäre jetzt das erste Löchli, das der Mann gemacht hat. Es war nicht allzu überraschend, es ist schwierig zu sagen. Wir haben ziemlich in den ersten Teilen immer wieder mal ein feines Gold gesehen von der schwarzen Gummimatte. Aber nicht so das Überraschende, sage ich mal. Er ist jetzt noch mal ein bisschen, genau in diesem Teil, ein bisschen nebendran gegangen. Vielleicht ist die Steine ein bisschen mehr dort. Und da vorne ist die Stelle, wo ich vorhin schon die Pfanne gemacht habe. Das ist schwierig zu sagen, hier. Mit dieser Stelle, was der absolut schlauste ist. Aber nachher wirklich Sand, habe ich einen Test gemacht, wie weit da, was der Zahn geht, bis wieder mal Käse kommt. Das ist wirklich total. Total viel Sand. Was hast du dort? Ja. Aha, Gügszeit, schau das. Hey, Gügs. Das ist schön. Du brichst gerade meine Aufklärung, aber für das gerne. Wie gesagt, da, Rost, komm, was machen wir jetzt? Sante, Röst, auf gut Gold. Ja, gut Gold. Ist doch wunderschön. Wieder einmal. So schnell ist es gegangen und wir sind schon wieder am Bach. Hättest du nicht gedacht, dass es so schnell klappt, Manu? Du wieder auf der Beine bist vor allem. Ja. Noch ein klein, was hast du? Noch ein bisschen Husten? Ja. Ich muss noch ein bisschen husten, aber ich kann wieder dabei sein. Das freut mich natürlich. Wie geht es weiter übrigens? Ja, haben wir alles gemacht? Ich mache jetzt hier noch einen Kessel. Ich habe hier je zwei Kessel gemacht. Etwa in einem Meter Abstand. So, Kleinalt ist gemacht. Von vier Kesseln vom Manu. Von dieser Stelle. Ich muss hier einfach mal abhängen. Schauen wir mal, ich weiß, ob es zu sehen ist. Und dann noch weitere Tests machen. Diese hat es drin, genügend. Schwarze Sang ist auch schon gut zu sehen, aber ich weiß noch lange nicht. Die schwarze Gummimatte haben wir noch nicht allzu viel gesehen. Die haben immer wieder mitgenommen und alle Streckgitter hingenommen. Das Meinesmoss. Nein, haben wir auch. Feingold kommt führen. Aber nichts Berauschendes. Die vier Kessel. Nein. Dort könnte man sagen, haben wir auch schon eine Pfanne gehabt, locker. Darum anderen Orten meine ich natürlich. Eher weiter schauen. Hoffen, dass es etwas besser kommt. Aber ich suche es jetzt gleich auf. Das geben wir nicht Mutter Natur. Schüssel. Ah, oh, da kommt noch so jetzt. Weg ist er. Ich denke, zwei kleine Stückchen. 1,5 mm Sanger. Fliegenpup. We'll be right back.
Nagel. Na gut. Und schon wieder. Wir schauen, wie das da am Finger. Ein einziges, schon wieder Pups. Ist überall ein bisschen das Gleiche. Ein Flitterli, zwei Flitterli, kleinere. Ja. Wenn wir die zumachen, dann ist es gut. Direkt am Mauer nicht, gell? Schon vor der Kreuzung ist. Manu hat drinnen neu gestellt. Jetzt an dieser Stelle, wo ich gerade die zweite Pfanne gemacht habe, an dieser Stelle. Wieder nur eins Flitter. Himmel, was ist denn los? Aber für das ist die Proportion immer da. Weiter schauen. Schon verrückt. Nein, Mitte Februar, oder was? Ja. Ja. Mitte Februar. Wir können Goldäscher ohne Händchen. Das hat es auch noch nie gegeben. Wahnsinn, das Wetter spinnt, aber wir Goldäscher haben Freude. Hadu. Manu ist schon wieder auf dem Sülzenmaterial. Noch ein bisschen waschen, da ist jetzt auch nicht so viel kleines Ding. Und drauf. Ich wasche. Mal zwei Kästchen gemacht und durchgelassen. Dann gestellt und dann hier im Menü. Wir haben angefangen. Wir haben schon etwas gesehen. Tatsächlich. Eine Ausstellung. Wir haben jetzt schnell noch bewegt. Später am Nachmittag noch ein bisschen weiter zu bauen. Schätze mal. 2,5 bis 3 mm. Cooler Aufsteller. Manu! Es hat Gold! Kleiner Aufsteller. Jetzt gehe ich noch mal dran, ein bisschen pumpen, ein bisschen schaufeln. Und holen wir noch ein 10 Unzen Nugget.
drei letzten Kessel von diesem Tag. Wir beenden einen wundervollen Tag. Es ist dir auch gefallen, Manu? Ja, es war ein wunderprächtiger Tag. Vögel haben zwitschert, Bienen sind geflogen. Wunderschön! Das mit den Bienen ist natürlich nicht ganz so, aber man hätte es schon meinen. Die Schneeglöckchen wachsen. Schauen wir noch, was in den letzten drei Kessen ist, ob das 10 und 10 Nagel rauskommt. Goldbodies. Kurze. Number one. Number two. Number three. Und finito. Drei Kessel durch. Danke, Manu, fürs Durchlassen. Wir beenden den Tag. Hammer gewesen. Hat mega gefackt. Wieder mit meinem Goldbuddy. Manu, hat es gefallen? Ja, ja. Super stark gsi, ins neue Jahr. Wunderbares Wetter eben. Was oben noch mehr. Jetzt hoffe ich, dass im letzten Kleinalt noch etwas drin ist, was uns überrascht. Ja, und dann sind wir glücklich. Zack, juppie, bei. Und, was ist? Ich habe noch mega Lust auf ein Fondue. Ja, das ist eine super gute Idee. Ja, gute Idee, njam njam. Bis später daheim. Sieht man vielleicht noch die Gold, ich hoffe überhaupt. Mal, wir haben ja gleich. Wir haben ja gleich. Tschö. Hey, so, wir waren wieder daheim. Du hast so schnell das Gold auswaschen und schauen wir doch, ob in den letzten Kesseln vom letzten Loch, den wir noch gemacht haben, der Manu und ich, etwas drin hatten. Erste kleine Kelle. Erste Pfändchen. Vier Stückchen. Nehmen wir. Besser als heute. Drittes Fendi. Das ist das größte, 10 mm.
Februar, die Vögel zwitschern. Schön, dann können sie in die Zeit. Und Wörstbänni, Köhli, fünfmal Fleu im Pup, sechsmal Fleu im Pup. So, die letzte Pfanne. Ich erzähle an meine Tochter noch ein Glückskekbacher. Rein theoretisch müsste hier jetzt eigentlich noch ein bisschen die grösse Flitter, die wir noch in der schwarzen Rille gesehen haben, drinnen sein. Und wenn das nicht der Fall ist, dann habe ich entweder etwas versifft. Dann hat sie ja noch das Material. Und tschüss. Viel Glück. Ich darf sogar noch schicken, picken. Das Spritzkännchen darf ich das so zerstören, hat sie gemeint. Good luck. Ja, dann schauen wir mal, ob das Glückskäkli etwas gebracht hat. Jetzt müsste ich noch mal den Finger. Oh, oh. Doch noch. Schon hat Angst gehabt. So, da hinten müssen immerhin das, was wir gesehen haben. Das ist jetzt bis jetzt natürlich die beste Pfanne vom Boden. Das kann ich euch besser zeigen. Ein Foto, aber es doch easy, ich glaube 3,5 mm Stück. Muss dann nachher nochmal messen. Das stimmt mir schon zuversichtlich. Wirklich am Schluss erst an die Stelle gekommen vom Tag. Wir haben noch ein paar Kessel gemacht. Jetzt schauen wir, was das nächste Mal dabei raus schaut. Vor allem, ich habe viel Zeit verloren. Es waren schlussendlich nur 10 Kessel mit dem Filmen die ganze Zeit. Aber ich mache es ja gerne. Darum, hoida hoida, Freude! Also, die Saugflasche ist geleert. Das ganze Gold vom Tag oder von den etlichen Testpfannen, die wir gemacht haben, Manu und ich. Wir haben gar nicht so viele Kessel durchgelaufen, ein bisschen viel fürs Filmen manchmal draufgegangen. Und haben noch viel getestet mit den Pfannen. Sie haben wieder 1-2 Flittis alle drinnen gehabt, aber nicht wirklich schlauer geworden. Bis zur letzten Stelle, die Manu noch angeschaut hat. Wieder die gleichen Begebenheiten, sagen wir, wie bei dieser Stelle, wo wir beim Schwedi letztes Mal waren. Mit dem Schwedi. Es wäre das Stückchen hier, das ist 3,5 mm, das ist jetzt nochmal gemessen. Das stimmt mich doch eigentlich positiv, dass dort vielleicht noch ein bisschen mehr auf dem Bedrock unten liegt. In dieser Größe. Mega coolen Tag gehabt mit dem Manu, mit meinem Gold Buddy. Das hat so gefeckt. Danke für den Tag und würde sagen, merci vielmals euch Abonnenten. Schaut ihr immer ein bisschen zu und kommentiert. Wir haben Freude über jeden Kommentar. Lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis auf Weiteres. Ich würde sagen, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Euer Raffi von den Gold Buddies. Ciao, ciao.